zwei Elektroautos, die ich jedem Tesla im Augenblick vorziehen würde. Das ist das Thema. So, das wird jetzt aber interessant, wa? Gucken wir mal. Geile Überschrift, ne? Zwei Elektroautos. Zwei Autos, die ich mir eher kaufen würde. Okay. Mal wegstellen. Wohin? So. Was Tesla vorhat. Der Mercedes EQV ist eines. Was? Autos, die ich jederzeit anderen Tesla vorziehen würde. Bevor ich mir heute ein Model X kaufen würde, würde ich mir heute einen Mercedes-Benz EQV. Boah, das war eine Aussage. Das Auto, so wie es hier steht, in seiner Ausstattung kostet 90.000 und noch ein bisschen Euro. Und dann fehlen immer noch fast 10.000 Euro auf den günstigsten Model X. Quatsch. Oh, da muss ich mal einen Bären anrufen. So, rufen wir mal einen Bären an, ne? So. In der Ausstattung jetzt, in der Variante, wie das verglichene Model X. Was wollte ich sagen? Das verglichene Moin, Model Stefan. X, alles Paletti in der Hauptstadt. Bernd, bester Mann. Hi. Ja, du, pass auf. Ich sitze hier gerade, gucke hier ein Video. Und YouTube, genau. Und pass auf, da ist einer, der fährt, der vergleicht Model X ja, mit Mercedes EQV. Ja, frag mich was, keine Ahnung. Ja. Nee, der sagt, der EQV, der ist deutlich besser. Er würde den EQV immer einem Model X vorziehen. Ja, das weiß ich selber. Nee. Ja, aber pass auf. Warte mal. Du hast doch gerade den EQV da, oder nicht, ne? Ja. Und? Dein Model X ist ja auch nicht gerade bei Tesla. Genau, steht bei dir zu Hause. Genau, meine ich. Genau. Jo, siehst du. Pass auf. Ich komme vorbei und ich guck mir das selber an. Was hältst du davon? Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich bin gleich da. Jo, du, Berlin nach Hesling, du, das ist ein Katzensprung. Nee, ach, du, zum Mittagessen bin ich da. Jo, bis dann, tschüss. Habe ich immer noch einen Kofferraum. Machen wir so, oder? Also, auf geht's nach Heslingen. So, auf geht's ja. So. Eine Jacke vergessen, ne? So, jetzt aber. Wenn ich da schon mal hinfahre, dann könnt ihr auch keinen Q-Check machen. So, jetzt aber. Hey. Licht aus. Licht aus. Und weg. Nein, Bernd, nein, anderes Auto. Ja, das ist schon viel besser. Fehlt aber noch was. Ja, damit können wir doch arbeiten. So, hier stehen sie nun, Model X und EQV, und kann man die jetzt miteinander vergleichen? Also, wenn ich mir die beiden Fahrzeuge angucke, ja, sie sind weiß. Ja, sie haben beide einen ungefähr gleich großen Akku, nutzbar bei beiden 90 Kilowattstunden. Aber, da muss man auch zu sagen, ein Model X kommt mit diesen 90 Kilowattstunden über 480 Kilometer weit, während nach WLTP ein EQV damit nur 360 Kilometer weit kommt. Ihr könnt mit dem Model X 250 km/h fahren, wenn ihr wollt. Er ist bei 160 km/h abgeregelt. Außenlänge 5,18 Meter zu 5,03 Meter. Auch das ist ein großer Unterschied. Aber ganz im Ernst, lass uns doch mal jemanden fragen, der beide Autos gut kennt. Deswegen bin ich hier. Bernd, jetzt mal unter uns, mein Lieber. Kann man diese beiden Autos miteinander vergleichen? Nein, ganz klar nein. Bernd, lass uns doch mal eben drüber reden. Mach mal, nicht weglaufen.
Du hast den EQV doch jetzt für einen Monat gehabt? Ein Monat. Ein Monat. Lass uns einfach mal drüber reden. Was gefällt dir an diesem Mercedes? Warum hast du ihn überhaupt hier? Ja, also das ist so. Wir hatten vor einigen Jahren schon mal eine V-Klasse für die Familie. Ne? Mhm. Als Verbrenner. Und mit das Model X war auch angedacht, dass meine Frau Model X fährt, aber mit vier Kindern und Kinderwagen haut das mit Model X nicht hin. Mhm, so. Okay. Dann hat sie sie fährt aktuell ein T6 VW. Mhm. Das passt alles, Raumangebot. Und das ist ja bei der V-Klasse eben halt ähnlich. Mhm. Ne? Und jetzt, weil der Mercedes den jetzt ja elektrisch anbietet und ich nun mal jetzt auch das gut finde, Elektrofahren und weil wir selber ja Strom produzieren und das alles rundherum rund ist, habe ich gedacht, das wäre jetzt eine Alternative. Okay. Und deshalb habe ich jetzt einen Monat getestet, um mir mal jetzt ein Bild zu machen, ist der Mercedes was jetzt passt bei uns. Für euch, für eure Anwendungsfälle, sechsköpfige genau. Familie mit Hund genau. Und Kind und Kegel. Sag uns einfach mal, was gefällt dir an dem Auto als Model X-Fahrer? Ja, also für den Anwendungsfall, das ist ja nicht, die V-Klasse jetzt das Model X ersetzen soll. Ne? Ich fahre ja halt das Model X. Genau. Und die V-Klasse war jetzt ja, wie gesagt, angedacht für die Familie. So, jetzt habe ich den einen Monat getestet. Und was ich an dem Auto extreme Pluspunkte, wenn man das jetzt mit dem X vergleicht, dann ist es einmal das Licht. Der Matrix-LEDs, ne? Genau, der hier ILS heißt das ja bei Mercedes. Das hatten wir bei Intelligent Light System, okay. Genau, das hatten wir bei der vorigen V-Klasse eben halt, die wir gefahren sind, auch. Und der blendet den Gegenverkehr aus. Wenn du in der Ortschaft, aus der Ortschaft irgendein auffährst, dann blendet das Auto aus. Das ist wirklich, das ist eine Eins, ne? Das gibt es bei Tesla nicht, wenn ich das jetzt vergleiche. Ein dickes Pluspunkt, ne? Dicker Pluspunkt. Dann würde ich sagen, die 360K-Kamera, die ist für dieses Auto passend, ne? Das hat er nicht, das braucht er auch nicht, das vermisse ich jetzt nicht beim Tesla, aber das ist für dieses Auto auch ein Pluspunkt. Wobei es ja hier jetzt auch schon das Update gab, dass er die zusätzlichen Seitenkameras auch als zusätzliche. Genau, wenn man da jetzt guckt, wenn du hier mit rangierst, hast du ja die Seitenkameras mit dazu und er zeigt dir auch die Zentimeterabstand an. Das zum Beispiel ist sehr cool, genau. Das in Zentimeter, nicht nur piep, piep, piep oder so, sondern er zeigt dir in Zentimeter an, wie weit bist du von der Wand weg oder vom Gegenstand. Ne? So, das ist hier auch in Ordnung. Raumangebot ist auch klar, brauchen wir nicht drüber sprechen. Genau. Und dann fand ich Pluspunkt die Rekuperation. Okay. Ich weiß nicht, wie sie das machen, weil er ist ja eigentlich von der Motorisierung viel kleiner. Genau, also 204 PS hat er frontangetrieben gegenüber dem Allrad. Er ist ja viel kleiner, aber die Rekuperation, einmal ist sie viel stärker und die, dass man das mit den Lenkradwippen einstellt. Ne? Und da haben die sind nun mal dreimal mit, haben gesagt, so was machen wir jetzt damit, schrauben wir die ab oder... So, dann haben sie die für die Rekuperation benutzt und du kannst ja auf der linken Wippe so extrem stark einstellen und auf der anderen Seite wieder zurück, ich glaube vier Stufen oder so, bis zum Segeln. Okay. Und da kannst du, wenn du fährst, ob du auf der Autobahn bist, segelst du vielleicht ein bisschen mehr und auf der Landstraße kannst du das immer ein bisschen mitspielen. Okay. Und wo ich den jetzt einen Monat gefahren bin, wo ich den häufig gefahren bin, meistens und den selten, das vermisse ich. Tatsächlich, ja? Ja. Also du sagst wirklich, als Testerfahrer sagst du, das gefällt dir richtig gut mit der starken Rekuperation, mit den Pedals und so weiter. Ja, das Licht ist jetzt was, das vermisse ich jetzt so, das ist natürlich ein tolles Teil, aber was ich da wirklich vermisse, was ich da jetzt gerne am besten eben umschrauben, ne? Sofort mit der Rekuperation. Weil hier ist, glaube ich, 60 kW, was hier maximal 60 kW. Und was mir auch aufgefallen ist, wenn er vollgeladen ist, hier bei 100%, dann macht er ja erstmal gar keine Rekuperation. Genau. Ne? Oder wenn er morgens kalt ist, macht er dann auch nichts. Ne? Das kann minus 15 Grad sein,
Das ist immer gleich. Mhm, ne? Okay. Es geht immer. Und auch bei 100% Akkustand. Auch wenn er vollgeladen ist. Und okay. Das finde ich richtig gut bei dem Auto. Ne? Ach, super. Da kann man sich schnell dran gewöhnen. Okay, Bernd. Also, es sind schon einige Vorteile, die du da siehst, aber was gefällt dir persönlich dann nicht am EQV, jetzt nachdem du den 4 Wochen gefahren bist? Ja, also wenn man Tesla gefahren ist, nicht nur eine Probefahrt oder mal einen Tag, sondern 3 Jahre, 3,5 Jahre, so wie ich, dann sind natürlich Sachen, die man auch so frühen Zeiten schon noch kennt, ne? Aber die hier jetzt ein extrem, also mich nerven die extrem, ne, die Sachen. Okay. Und da würde ich jetzt sagen. Nimm mal Beispiele. Ja, Beispiele. Ich habe einen Schlüssel. Ne? Ich habe einen Schlüssel. Keyless Go. Gibt's nicht. Mhm. Ne? Zündschlüssel, Zündschloss. Komplett starten, nicht nur reinstecken. Gibt's auch keinen Startknopf, sondern richtig umdrehen. Ne? Okay. Weil vor 4 Jahren hatte ich schon Autos, die hatten Startknopf demnächst. Ne? Reinsetzen, starten, nicht ohne Zündschlüssel. Ja, dann Parkbremse. Mhm. Bin ich auch anders gewohnt jetzt. Ich muss bei Mercedes immer die Parkbremse lösen. Mhm. So. Das ist wie früher mit dem Pedal, das man bei Mercedes hatte. Ja, genau. So, das ist für mich, das sind extrem nervig. Da kann ich mich auch ganz schlecht wieder dran gewöhnen, immer die Bremse denn zu lösen. Jetzt, wir hatten ja. Ich habe den jetzt ja getestet, da hatten wir von minus 15 Grad bis jetzt an die 20 Grad. Mhm. Und wenn du dann im Schnee losfährst mit Hinterreifen gebremst, dann merkst du es nicht sofort, dass die Handbremse noch an ist. Ne? Okay. Ja, das ist, also du brauchst fast eine Checkliste, wie im Cockpit beim Flugzeug. So, das musst du jetzt alles machen. Mhm. Und vor allen Dingen rückwärts ist es das Gleiche. Jetzt liegen die ja preislich dicht beieinander und sind doch überhaupt komplett verschieden, außer dass sie vielleicht 7 Sitze haben und 4 und in diesem Fall weiß sind. Fahrmäßig, also fahrtechnisch, hast du da fahrdynamisch irgendwas gemerkt? Also ist wahrscheinlich, ich meine, der Frontantrieb, der Allrad. Ja, also ich bin hier mit mal, wir haben in der Nähe eine Waage, ne? Und war sehr überrascht, dass mit mir als Fahrer mein 75 Kilo, ja, der 3 Tonnen Leergewicht hat. 3 Tonnen, ja. Das ist erstaunlich, weil eigentlich ist er auf dem Papier 100 Kilo schwerer als das Model X. Ja, aber wahrscheinlich in einer Ausstattung ohne elektrische Türen. 3 Tonnen. Weiß ich nicht, wie es da geregelt ist, aber selbst wenn der Tesla auch 3, wenn der beladen ist, man merkt das Gewicht einfach nicht. Mhm. Ja? Auch 2,5 Tonnen sind schon viel, ne? Das stimmt. Aber 3 Tonnen, den merkst du, das Gewicht merkst du halt beim Fahren. Ne? Mhm. Obwohl der Akku unten im Flur ist. Ja, du merkst nicht, du merkst gar nicht so, dass das Gewicht so weit unten ist. Hier ist das mehr wie Go-Kart-Fahren, so ein bisschen. Ne? Du merkst das richtig, dass der einen niedrigen Schwerpunkt hat. Hier ist das mehr so ein, als wenn du irgendwo einen Ballast noch mit hast, ne? Als wenn du irgendwo einen Sack Kartoffeln mit durch die Gegend fährst. Ne? Und hier ist das Gewicht ja auch noch durch die Konstruktion, ist das ja auch noch etwas höher. Also der Schwerpunkt, ja, ist schon ein bisschen höher. Also, du zeigst da gerade drauf, das ist ja auch ein Tesla Model X, hat einen Frunk vorne. Beim EQV haben sie vorne die ganze Technik drin gemacht, da hast du vorne gar keinen Platz mehr drin. Auch das ist natürlich etwas, was die Autos ganz großartig voneinander unterscheidet. Ja, was mich denn noch wundert, der Tesla hat Allrad, also hinten noch ein Motor. Und hat noch eine Anhängerkupplung. Mhm. Auch also etwas, was es nicht gibt für den EQV. Es gibt keine Anhängerkupplung. Wegen dem Gewicht. Das hat der nicht, aber ist trotzdem so viel schwerer, ne? Genau. So, also und man hat 2 Motoren, kompletten Antriebsstrang vorne und hinten, der nur vorne trotzdem wiegt auf 500 Kilo auf der Bahn mehr. Ja. Okay. Und vor allen Dingen ist das Fahrverhalten. Ich habe gemerkt, dass der, ja, Kurvenräuber ist es nicht, ist klar. Das ist auch kein Auto dafür. Mhm. Aber auch bei Straßen, die so ein bisschen uneben sind, hat er sich auch schon so mal aufgeschaukelt. Ne? Die gibt es ja auch mit Luftfahrwerk, das ist ja auch nicht serienmäßig.
das kann ich jetzt nicht vergleichen, ob er das dann besser hinkriegt, ne? Ob er die Stoßdämpfer mit auch in der Härte verstellt. Ja, du sprichst es gerade an. Also man kann ganz viele Optionen hier einstecken. Wer das nicht weiß, auf dem Papier ist vermeintlich der EQV ein Schnapper, echt günstig. Aber im Vergleich zum Model X, wenn man die Ausstattung bereinigt, das hast du ja mal gemacht, vergleichen möchte, dann ist am Ende tatsächlich das Model X sogar noch günstiger als der EQV, oder? Ja, also wenn man das Auto hat, dann guckt man ja auch, was geht da denn noch? Was, wenn ich da jetzt diesen Standard kenne, ja, den Tesla-Standard, guck mal ja, wenn ich den jetzt in diese Richtung genau. Von der Ausstattung bekommen will, was geht da eigentlich? Ne? Ja. Elektrische Türen ist ja hier Zusatz, also der hat einen schmalen Einstiegspreis, weil sie unter 60, 60 71 ja, waren das oder so. Also 60, unter 60 netto, glaube ich. Ja, genau. Ne? Der ist wegen der Förderung. Ja, und dann geht es ja Spurhalteassistent, genau. Alles was geht, um den in diese Richtung zu kriegen. Ja? Lagst du am Ende? Ja, dann lag ich bei 101.000. 101. Und ja. Den, für den hast du was bezahlt? Für den habe ich 90.000, brutto, beides brutto. Das ist 1.000 Unterschied. Und dabei muss man ja noch bedenken, Allrad hat der serienmäßig, also hier gibt es keine Sonderausstattung, ne? Der hat jetzt nur Sonderausstattung 7 Sitzer, so das ja, war's. Ne? Ja. Und dann 90.000 paar zerquetscht hat der gekostet, ja. 90.300 oder so. So, und wenn ich den ganz hoch war auf 101.000, hat er aber immer noch kein Allrad. Ja? Ja. Der hat immer noch kein... Ich weiß nicht, ob es das Anhängerkupplung, adaptiv und Spurfahren und ein bisschen so, ja, ich sag mal jetzt Autopilot ähnlich, ne? Ja. Das hat er nicht. Anhängerkupplung hat er, gibt ja, es nicht. Warum? Es ist eigentlich, frage ich mich auch, warum sie das nicht gemacht haben. Hinten ist ja Platz unten drunter. Ja. Ja? Der Unterboden geht hier, der ist größtenteils zu, aber hinten wäre Platz ohne Ende. Angst wegen Verbrauch. Vielleicht Gewicht. Ja. Aber für die Zielgruppe, sagen wir jetzt Unternehmer, mich, die wollen auch mal, da muss auch mal ein Anhänger rein. Ja. Ne? Und das geht gar nicht, ne? So, und okay, diese ganzen Zubehörsachen, die gibt es halt nicht. Ich kann den gar nicht in diese Richtung bringen. Okay. Und von der Motor, 200 PS, ich glaube 520 ungefähr, ne, hat der, geht auch nicht mehr. Gibt's ja auch keine weitere Variante. Bernd, mal unter uns, was ist für dich der größte Benefit? Was ist das größte, das beste Thema, wo das Model X eigentlich ein Vorteil ist? Das ist von Grund auf konstruiert, um das Digitale rundherum. Ja? Also das Auto ist um den Computer, kann man ja so sagen. So, wenn ich jetzt zum Auto hingehe, muss ich jetzt nicht irgendwie irgendwas machen. Ja. Ich steige einfach ein, drücke die Bremse, jetzt das Auto an, fahr los, die Parkbremse löst sich, zack, fertig. So, dann steige ich wieder aus, mache die Tür auf, ne, und dann, das war's. So, wenn Mercedes so weit ist, dann bin ich dabei. Ja. Ne? Ja, du sprichst das digitale Auto jetzt gerade an mit dem Model X und das muss man mal ernsthaft sagen. Also der EQV, der hat zwar MBUX, aber das MBUX ist nicht einmal ins System so integriert, dass man darüber die Sitzheizung ansteuern kann. Hey Mercedes? Ja, bitte? Schalte die Sitzheizung ein. In diesem Auto gibt es leider keine Sitzheizung. Really? Also... Das Fahrzeug hat eine Sitzheizung. Ja, ihr seht, man kann diese beiden Fahrzeuge quasi überhaupt nicht miteinander vergleichen. Der EQV hat Ausstattungsmerkmale, die hat ein Model X nicht. Aber genau auf der anderen Seite auch. Ein Model X hat viele Ausstattungen, die gibt es einfach nicht für den EQV. Und daher, warum sollte man diese beiden Autos stumpf miteinander vergleichen? Ihr wisst, was jetzt kommt an dieser Stelle. Daumen hoch, den Kanal natürlich abonnieren und dann habe ich noch ein kleines Schmankerl für euch. Denn es gibt auch Model S-Fahrer, die sind hochbegeistert vom EQV und zum Abschluss dieses Videos, nachdem ihr natürlich den Daumen hoch gegeben habt und den Kanal abonniert habt, habe ich hier noch ein kleines Highlight. Bis bald, ciao. Hallo meine Lieben, ich bin Thomas von Tesla Moor und Bernd hat mir seinen Mercedes EQV 300 für ein paar Tage ausgeliehen und hat erzählt, dass ein schwungvolles Video entstehen soll
und ich möchte hier meinen kleinen Beitrag dazu leisten. Dort hinten steht der Mercedes EQV 300 und ich bin total begeistert. Ich fahre den Wagen wahnsinnig gerne. Ich habe schon in meinen alten Videos gesagt, dass es mein Traum ist, die Mercedes V-Klasse, den Marco Polo, also den Camper, elektrisch zu fahren. Und das ist jetzt eben der die elektrische V-Klasse, EQV. Und ich hoffe sehr, 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 dass der als Marco Polo rauskommen wird. Den würde ich mir sofort kaufen, definitiv. Ich bin den sehr, sehr gerne gefahren, den EQV. Und er fährt wie Butter. Hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ganz tollen Anzug für so einen Transporter. Und Negativpunkte sind natürlich das Cockpit, das sehr altbacken ist und dass man noch einen Schlüssel benutzen muss. Man muss den Schlüssel einstecken und umdrehen. Das ist einfach ein Rudiment der Autoindustrie. Das braucht man nicht mehr. Und Bernd hatte auch schon gesagt, du wirst immer vergessen, den Schlüssel abzuziehen. Und genau das ist passiert. Ich vergesse jedes Mal, den Schlüssel abzuziehen. Das sind so ein bisschen die Nachteile. Wäre schön, wenn sie das gleich moderner gestaltet hätten. Ich gehe davon aus, dass sie es nicht gemacht haben, um einfach die Verbrennerfahrer abzuholen, die es einfach nicht anders kennen. Und ansonsten ein echtes Traumauto, fährt wahnsinnig gut. Ich mag ihn gar nicht mehr hergeben. So, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Tag euch. Ciao.